Hallo meine Damen und Herren und ganz herzlich willkommen zu Escape the Island. Warum ich so komisch rede, liegt daran, dass ich eine große Aufnahmesession mache. Ja, wir haben es aktuell 10 vor halb 2 morgens und ich habe 5 vor 12 angefangen. Das heißt, ich bin schon fast 2,5 Stunden dabei, weil ich will das Spiel versuchen durchzuspielen. Also ich versuch's. Und ja, mal schauen. Das Rendern der Videos nimmt immer am meisten Zeit weg. Weil man da, ich kann da nebenbei nichts machen. Weil das nimmt so viel CPU weg. Wenn man bedenkt, ey, du hast einen 8-Kerner und so alles, ja. Aber trotzdem kannst du nichts nebenbei spielen, weil das so viel Rechenleistung zieht. Ich glaube, hier oben ist nichts mehr. Nee. Hier hat man ja das Messer, ja, das weiß ich noch. Das Kampfmesser, was wir haben. Wie der beladen ist, das sieht aus. Schrotwinde, unter Hebelachs, Rucksack, Pistole, Walkie-Talkie, sei Enterhaken. Ich hab grad Schluck auf. Hat man schon gerade gehört. So. Jetzt sind wir wieder hier, wo wir nämlich in der Aufnahmesession angefangen haben. Genau hier. Und wir müssen jetzt ganz runter zur Villa wieder. Ich würde gern laufen, aber ich sehe da hinten schon irgendwie. Ne, das ist nur ein Blatt, ein grünes Blatt. Die Musik. Ich hoffe, die hat nichts zu bedeuten. Wir müssen mal ein bisschen rennen, und dauert es wirklich zu lange. Wenn ihr irgendwas seht, schreit. Aha, geht ja gar nicht. Nein, Spaß. Da ist ein schlechter. Ne, ich gehe lieber hier lang. Ich glaube, da komme ich an denen nicht vorbei. Aber ich weiß nicht, wie es hier aussieht. Was? Hallo? Das fällt aber jetzt nicht auf mich, oder? Nee. Das fliegt einfach in der Luft. Was ist denn hier los? Schlechter lesen. Der Krallen? Ich hab keine Ahnung. An den kommen wir ja eh nicht ran. Wir müssen da runter. Das ist ein Zombie, glaube ich. Diese Sirene. Oh oh. Oh nein. So. Solange der Schlechter nicht kommt, dann ist noch einer. Na toll, der guckt jetzt genau hierher. Das war eine Sirene, die da stand. Ist das der eigentlich von da vorne? Ich habe keine Ahnung. Ich will mal kurz gucken. Ne, das ist ein anderer. Oh oh. Wenn der jetzt die ganze Zeit hierher kommt, müssen wir den im Nahkampf besiegen. Der steht da die ganze Zeit. Hm. Ah, der steht da die ganze Zeit. Ich probiere mal was. Es hilft nichts. Doch, das hilft was. Der wird dadurch angelockt. Ja, aber weiter interessiert ihn das nicht. Oder bleibt der jetzt so stehen? So. Es hat doch was gebracht. Ich habe zwar dran gezweifelt, aber es hat geklappt. Jetzt möchte ich den da noch. Ich hoffe, das ist jetzt eine gute Idee.
Weil man muss immer seinen Rückweg sichern, weil das wird jetzt scheiße, weil die Schlechter jetzt sehr oft kommen. Von der Seite kämen wir... Hallo? Da haben wir eine Errungenschaft gekriegt. 10 Schlechter gekillt, glaube ich mal. Hab mal ein bisschen die Errungenschaft durchgeguckt. Darin seht ihr auch, dass ich das Spiel zum ersten Mal spiele und auch natürlich original habe. Ist ja klar. Weil es soll nicht heißen, dass einer sagt, die Stelle hast du schon gespielt, du kennst ja schon alles. Nein, kenne ich nicht. Also, pst. So, und das ist der Grund, warum ich jetzt öfters nur schleiche, egal ob hier nichts ist, weil Schlechter, die sind sehr stark. Und wenn 2 kommen auf mich... Ach du Scheiße. Nein. Ah. Das komm. Ich wollte eigentlich gerade die Pistole nehmen. Das war ein schlechter Scheiße, Mann, du blödes, hässliches Auto. So, noch 24 Schuss von Dings. Ja, so viel zum Thema, alle machen Beine bereit. Blödes, beschissenes Auto, Alter. Müssen wir wirklich kaputt, Mann. Wenn du wenigstens mal den Kofferraum aufmachen lässt hier mit mehr Muni und so alles. Weil jetzt weiß ich, warum wir so viel Muni gekriegt haben und jetzt nicht. Und guck mal, zum Gasraum wären wir auch jetzt gekommen. Ja, hätte man nicht vorhin einfach mal den Umweg nehmen können. Aber das wusste ich ja nicht. Das wusste niemand, der das nicht gespielt hat. Also, ja. Ich glaube, hier hinten gab es auch Räume. Im Anwesen, irgendwo da hinten. Wo es, glaube ich, einen Raum gab mit einer Hebelaxt. Ich bin mir nicht sicher. Oder kommt der hier der dunkle Raum? Nein, hier sind wir schon draußen. Ich weiß nicht, ob Munition neu spawnt. Wenn wir an einem neuen Ort sind, wo wir dann, also wo wir zwar schon waren, aber wo wir wieder hin müssen. Wie jetzt zum Beispiel. Das sieht auf jeden Fall ruhig aus. Aber der Schein trügt. Hallo? Ich guck mich trotzdem noch mal schnell um. So. Ich glaube, hier spawnt nichts neu. Wenn man es einmal aufhebt. Ne, da liegt auch nichts. Hier lag mal ein Medikit. Wo wir zum ersten Mal hier waren. Ja, die Munition spawnt, wie gesagt, nicht neu. Wenn irgendwas kommt und wir was wahrscheinlich brauchen, ich glaube, dann merkt das Spiel das. So, wir müssen dahinter nicht hier lang. Da rein brauche ich auch nicht gucken. Ich kann nicht rennen. Keep it together. Ja, ich wollte gerade sagen, reiß dich zusammen. Das ist nicht real. Aber wir kriegen Schaden, das ist real. Mhm. Oder waren die dunklen Räume hier hinten? Auf jeden Fall in irgendeinem Tunnel, da gab es dann dunkle Räume. Ich glaube, ja, das war hier. Ja, hier kommen wir an den Raum vorbei mit der Hebelaxt. Das meine ich mit den langen dunklen Räume. Ich hoffe, hier kommt jetzt nichts. Nämlich da ist der Raum. Ist das ein Teddy? Bär des Patienten. Scheint ein Geschenk von einem Patienten zu sein. Da ist eine Notiz dran. Vielen Dank für deine Hilfe, Onkel. Mir geht es durch deine Medizin schon viel besser. Von Cynthia. Gruß von Papa. Ah, das sind so eine verlorenen Geschichten.
Ich hätte mir auch lieber Munition gewünscht. Was ist das doch? Ach, nichts. Weil wir finden doch eh nicht alle. Jetzt gerade. Naja, was soll's. Aber uns fehlt eine Postkarte. Dann haben wir 12 von 12. Eine. Ja, die haben wir bestimmt schon irgendwo liegen gelassen. So, hier ist glaube ich nichts. Nö. War hier letztes Mal schon Licht an? Hier war doch sonst glaube ich alles dunkel. Muss ich nicht verstehen. Das finde ich komisch, dass der nicht springen kann, also. So, jetzt sind wir hier. Wir müssen da lang, ich weiß. Ich will nur mal kurz hier gucken. Ne, hier liegt nichts. Ich glaube, das Zeug spawnt doch nicht neu. Wenn wir es nicht mitgenommen haben, dann liegt es da. Wenn wir es mitgenommen haben, dann liegt es nicht mehr da. Und hier findet man auch nichts neu. Aber es wäre schon mal geil, wenn es Wettereffekte gibt, außer vorhin ganz kurz. Ich meine so, wenn das so umspringt. Zum Beispiel Regen wäre für dich ein richtiger Vorteil, weil es laut ist und es die Sicht beeinträchtigt. Was zur Hölle? Was ist denn das da? Was ist das? Hey, hallo. Okay, ist hier noch irgendwas anderes? Runter mit dir. Da oben ist eine Sirene. Hätten wir warten sollen, bis sie schreit. Aber scheiß drauf. Ja, aber wie sagen die noch meinen Teppich? Ach, was ist das da? Aha. Ich gucke mal was. Okay, hätte man doch nicht gemacht. Oder vielleicht doch, es war nur ein Landeding. Now I am exactly where I need to be. Now. It begins. Ja. Da fehlen uns noch 6 Stück, die haben wir schon auch verpasst. Ich glaube, dort gab es eh nichts mehr, oder? Gab es auch eine Tür, die man nicht aufgekriegt hat? Nein. Also brauche ich jetzt nicht runter. Ich glaube, ich muss. Hä? Okay, ich muss doch runter. Ach, guck mal, der fährt da bis da runter. Aber der zeigt doch da an. Hä? Hier muss doch irgendwas sein. Nee. Oh nein, nicht schießen. Idiot. So. Ist hier echt nichts? Okay. Komisches Ladeding. Man sieht nicht, wie der fährt. Aber vielleicht müssen wir hier noch irgendwas machen. Oder vielleicht war es nur, wie gesagt, wegen der versteckten, das versteckte Kärtchen. Aber wie weit der da hinfährt, Wahnsinn. Ja, komisch. Jetzt zeigt er nach da unten. Wie ganz komisch. Sieht aber eigentlich ganz ruhig hier aus. Keine Zombies, keine Sirenen und vor allem keine Schlichter. Aber ich wette, die kommen eh gleich nochmal. Ist schon schlimm, dass die fast wie normale Zombies kommen. Nahkampf. Naja, siehst du alt aus. Oder du verballerst haufenweise Muni, weil Nahkampf gegen Nahkampf. Vergiss es. Das schaffst du nicht.
Dann hier mal was mit Strom. Ich mach sicherheitshalber mal an. Man weiß nie. Ah, hier haben wir ja alles. Ganz ruhig. Trotzdem noch erwischt. Der andere ist da hinten. Kommt der wieder hierher? Ach, scheiße, nicht. Ich bin jetzt auch mal ein bisschen ruhig, nicht so wie am Anfang. Weil ich bin ein bisschen verwirrt, was das ganze Spiel hier angeht. Hier haben wir auch noch ein paar. Ah, da liegt nichts. Also brauchen wir das nicht. Jetzt kommen wir da hinten hier rechts. Können wir jetzt da hinten runter oder was? Ja, da müssen wir sogar lang. Das war nämlich letztes Mal zu. Front entrance to the villa is locked down. Aaron keeps an eye on it, but not the basement. Was ist denn das da hinten? Ein Zombie ohne Beine. Okay. Ich will mich mal kurz draußen umgucken. Okay, das ist ein Zombie. Dreh dich um. Das ist der andere, der ist da hinten. So, den kill ich noch, dann ist der Part auch schon wieder zu Ende. Auch wie die Zeit vergeht. Ich würde gerne immer eine halbe Stunde machen, aber das dauert zu lange. Vor allem mit dem Upload. Upload ist einfach nur das, was am längsten dauert. Nein, das war zu spät. Ach, wir müssen da in den Keller. Okay, dann gucke ich mir den Außenbereich nochmal an. Was bedeutet das? Er bewacht ihn gut. Durch Zombies? Oder... Keine Ahnung. Ey, ich häng hier. Was soll ich sagen? Komm da nicht mehr raus. Da hinten haben wir einen Schlechter. Oder einen Springer. Ist das ein Punk? Nee. Ach, scheiß drauf. Das ist doch ein Schlechter. Nee, das ist ein Spucker. Dreckvieh. Habe ich auf seine Poperze geschossen. Wie viel haben wir davon noch? 78 Schuss. Wir hatten einen 99. Okay, was liegt hier? Was ist das? Erkennungsmarken, auf denen GP Security steht. Offensichtlich gab es da Bedarf. Vor wem hatten sie wohl Angst? 7 von 12. Haben wir jetzt schon 6 Stück gefunden gehabt? Ach, guck mal an. Habe ich gar nicht gesehen. Das Ding da. Oh, das gibt plus 3. Dafür klettern hier welche raus. So. Und weg sind sie. Hm, dadurch kommen wir nicht. Aber da seht ihr mal ein weiteres Beispiel, auch wenn ich es jedes Mal sage. Guckt euch in Ruhe um. Zum Glück habe ich da nochmal jetzt hingeguckt, aber manchmal sieht man Dinge auf den ersten Blick nicht. Deswegen immer sehen immer so viele irgendwas. Nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Okay. Oh, ich habe jetzt 20 Minuten gemacht. Okay, das ist jetzt... Ah, nein, okay, nimm mal. So. Fridolin sagt, vielen Dank fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich nehme jetzt so lange auf, bis das Spiel deutsche Scheiße kommt, das bis 4 Uhr morgens dauert. Dann brauche ich es erstmal nur noch rendern. Obwohl mir das Spiel eigentlich Spaß macht, aber deswegen spiele ich es ja auch jetzt gerade so lange. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Auf Wiedersehen, euer Tobi. Tschüss.